So, dann wollen wir mal in die Oberstadt rennen und wollen uns mit dem komischen Typen hier mal irgendwas sagen. Kuriositäten, Talismane, mächtige Kuriositäten. Gegenstände. Kuriositäten. Was hast du zu verkaufen? Kuriositäten, Spangen, Stäbe und Roben. Das ist sehr Alles gut. von bester Qualität. Ja, du hast ganz schön. Boah. Alter Schwede. Die Robe des Todessturms. Ist viel zu teuer. Was hat er denn für Stäbe? Ich brauche einen Eisstab. Stab der Lawine. Neunzig. Na egal. Ich habe kein Geld. Kannst du mir das ja umsonst geben? Wenn man ihn tötet, kriegt man das dann eigentlich? Möge Lyria euren Weg erleuchten. Möge ja Hannes Weg erleuchten. Es gibt einmal die Unterstadt und einmal die Oberstadt. Heilerin. Oh. Gesundheit, danke. Oh, alter Schwede. Ich weiß immer nicht. Nein, ich habe vergessen zu schreien, Corona. Weiter. Scheiße. Na, wir reden noch mit dem Hannes hier. Was wollt ihr? Ich kann mich dieser Tage vor Bittstellern Mann, kaum retten. ich will Ich nehme an, Mann. ihr seid ein weiterer Verfechter dieses absurden Plans, Melzenschir zurückzuerobern, richtig? Seht euch Rathiers Schwestern statt jenseits der Meerenge an. Ihre zerstörten Mauern, ihre verbrannten Gärten. Ein Jahrzehnt des Krieges hat ihr das Rückgrat gebrochen. Wir nehmen die Flüchtlinge auf und schicken ihr alle Lebensmittel, die wir entbehren können. Wir versuchen alles, um ihre Qualen zu lindern. Aber ich stehe seit 10 Jahren hier und sehe zu, wie sie langsam stirbt. Und nun glaubt ihr, ein Fremder, ihr könntet mich davon überzeugen, diese gesamte Stadt für seine Rettung zu opfern? Und das nur, weil die größte Enttäuschung unserer Armee irgendein altes Relikt wiederentdeckt hat? Ich finde das schön, wenn ich zu 95% überreden kann. Melsenschir hält als östlicher Schild für Rathier stand. Selbst jetzt, wo die Festung beinahe zerstört ist, gibt sie noch immer nicht auf. Diese Stadt kann nichts für sie tun, aber vielleicht können es ihre Bewohner. Die Verwundeten hier sehnen sich danach zurückzukehren, um ein letztes Mal für ihre Festung zu kämpfen. Ich werde ihnen sagen, sie sollen sich bei den Docks mit euch treffen. Und nehmt auch dies hier. Es stammt aus meinen eigenen Beständen. Möge es euch in der bevorstehenden Schlacht von Nutzen sein. Ring des Elund. Geht zu den östlichen Docks in der Unterstadt und sucht nach Hauptmann Dottwühn. Er wird euch nach Melzenschir übersetzen. Verstanden. Geht. Rettet unsere Schwesternstadt jenseits des Meeres. War doch ganz einfach, Junge. Das hat doch nicht mal 5 Minuten gedauert. Mussten erst Männer kommen, bevor da Frauen. Wobei, sie hätte einfach mal ihre Möbel zeigen sollen. Vielleicht hätte er sich dann auch umstimmen lassen. Okay, das war sexistisch und gemein, aber... Achtet auf euer Verhalten. So ist es. Ach ja. Nein, das war dumm. Das war dumm. Ihr wisst, was ich damit meine. Ich mache sowas auch immer öfter. Ich zeige mal meine Möbel. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Okay, Uncle Freak, es wird nicht besser. Halt die Fresse. Nee, da ist er auch. Warte mal, hier ist ein Heiler. Mal gucken, was der Heiler so kann. Kann der uns heilen? Was macht denn ein Heiler? Ach, hier, der Heiler kann dich ja von Dings entfernen. Entschuldigt, ich muss hier durch. Heiler! Bist du der Heiler? Wenn ihr frech werdet, fliegt ihr in hohem Bogen raus. Okay, verstanden. Willkommen.
Entspannt euch und ruht euch eine Weile aus. Na gut. Diese verfluchte Belagerung. Ich grüße euch. Captain. Die Schiffe werden jetzt für die Fahrt nach Melsenshire beladen. Wollt ihr an Bord gehen? Sofort. Agard, ihr wisst besser als jeder andere, wie es enden wird. Warum ziehen wir in einen Krieg, von dem ihr wisst, dass wir ihn verlieren? Das fragt ihr mich noch, Tilea? Nach allem, was ihr gesehen habt? Ich frage, bis ihr antwortet, Schicksalsweber. Bis ihr antwortet. Wieso wir kämpfen? Weil es noch Hoffnung gibt. Weil nur im Kampf wir die Ketten durchbrechen können, die das Schicksal geschmiedet hat. Seht ihr es denn nicht? Wir haben eine Chance erhalten. Ja, einige von uns werden sterben. Aber wir wissen, dass unsere Leben endlich uns gehören. Wir sind nicht länger Sklaven der Launen des Schicksals. Wollt ihr das wegwerfen, nur aus Angst vor einer weiteren Niederlage? Ich nicht. Ich werde kämpfen. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich in dem Wissen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die einzig und allein meine eigene war. Ja, wir sind jetzt in Melsenshire. Ich wollte das auch mal ausprobieren, ob ich das L sprechen kann. Melsenshire. So, wir sind jetzt wahrscheinlich... Wo sind wir denn hier? Ah, da sind wir. Okay, wir sind jetzt in diesem Gebiet. Und da wären wir gar nicht anders rübergekommen. Wenn ich das so sehe. Aber hier oben ist noch so ein Ring des Wächters, Nordküste. Okay. Ich bin sein. Ihr seid zwar nicht unbedingt die legendären Helden, auf die wir gehofft hatten, aber ihr seid dennoch ein willkommener Anblick. Alter, du machst ja einem Angst. Ihr seid vermutlich eher hier, um die Festung noch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie fällt. Sie hat die letzten 10 Jahre standgehalten. Aber ich fürchte, nun ist ihr Ende gekommen. Unsere Kundschafter berichten, dass sich die Tuatha sammeln. Und in ihrem Schlepptau haben wir auch ihn gesehen. Balor, den Iskaro-Lord. Nun greift der Melsenshire letztlich doch an. Okay, was sollen wir zuerst... Balor, bin ich beunruhigt. Das ist wahr. Sie erwarten, dass wir uns hinter den Mauern Melsenshires verkriechen. Doch stattdessen werden wir das Schlachtfeld stürmen und Balors Ankunft verzögern. Damit bleibt nur noch der Hexenritter. Malvün ist der Anführer der Tuatha-Truppen und wahrscheinlich auch derjenige, der einen Pakt mit Balor geschlossen hat. Ihr und Tilera gehört zu jenen, die Aufgabe haben, ihn zu töten. Wenn es uns gelingt, den Hexenritter Malvün auszuschalten, könnte Balor möglicherweise in einen Kampfrausch verfallen. Und in dem Chaos, das er anrichtet, könnten wir die Tuatha niedermachen. Bei all dem spielt viel Hoffnung mit. Aber so lautet der Plan. Habt Geduld. Ich weiß, ihr seid begierig darauf. Aber nehmt euch einen Moment Zeit, um sicherzugehen, dass ihr bereit seid. Überprüft eure Ausrüstung und nehmt Abschied. Trefft euch bei den Toren mit mir, wenn ihr soweit seid. Ich werde dafür sorgen, dass die Truppen bereit sind. Okay, dann brauche ich aber erstmal Heilung. Ah. Guck mal. Alles zurück. Da ist die Quest übrigens. Die hätten wir vorher gar nicht machen können. Kommt, der Kommandant wartet auf uns. Ja, ich will aber jetzt nicht mit dem Kommandanten schnacken. Ich brauche Ausrüstung. Mehr Hilfe bekommen wir nicht.
Da unten ist alles. Ich brauche erstmal Ausrüstung. Ich brauche ganz viele Heilklamotten. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Ich habe nur noch 11. Ich habe mal ein bisschen mehr, aber... Es kümmert mich nicht, ob der Schankwirt auf den Wellen gebraucht wird. Irgendjemand muss hier doch... Ich habe jede Menge Waren, wenn ihr jede Menge Münzen habt. Ja, ich hoffe... Ja, mein Freund. Du bist mein Freund, Alter. So. Die kaufen wir alle. So, dann... Oh, hier Rucksack. Oh, sehr geil. Dietriche brauche ich jetzt nicht. Aber hier Reparaturkits nehme ich auch nochmal. Alle. Ich habe jetzt so langsam das Gefühl, hier gibt es gleich richtig auf die Fresse, Alter. Kommt bald wieder. Ja, ab Dank. So, hat der auch noch was für uns? Hoffentlich gerade. Ihr sucht ein Schmuckstück oder eine Gemme? Rial Tesmar hat, was ihr sucht. Was denn? Was denn los? Alter, jetzt ein verfressener Kater, das Dama, ey. Ein andermal. So, das heißt, wir haben 25 Heiltränke, das sollte reichen, hoffe ich. Was haben wir jetzt hier eigentlich noch? Ah, können wir noch ein Buch klauen? Okay, nicht offen. Gibt's hier eigentlich noch einen Schmied? Was ist denn los, kleiner Kater? Mal kurz gucken, dass wir die andere Quest da oben nochmal annehmen. Weil die können wir ja auch ab plus 10 machen. Ich weiß ja nicht, was wir da noch so kriegen können. Weil es ist ja nicht jeder Tage Abend, dass wir hierher kommen. Was macht die Lehrer denn wieder hier? Mehr Hilfe bekommen wir nicht. Ah, nee. Wo ist denn diese Quest? Nein, ich will mich jetzt nirgends mehr teleportieren. Wo soll denn diese Quest bitte sein? Warte mal. In Rat hier melden. Da bin ich doch. Warte, ich muss mal kurz die Quest lesen. Bei der Handelsflotte der Alpha gibt es eine Anstellung für eine Person, die sowohl willens als auch mutig ist. Ich sollte ihre offizielle Kontaktperson, Kommodore Garrick, in der Taverne zur feuchten Gisch in Rathier aufsuchen. Sie finden nicht gerade in Rathier? Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt? Ah ne, wir sind in Melchenshire. Das macht Sinn. Und Rathier war Adessa. Rathier ist hier oben. Okay. Verstehe. Okay, dann können wir weitermachen. Weitermachen! Es scheint, als führten die Tuata etwas im Schild. Gut, dann macht das Ganze auch Sinn. Ihr dachte doch nicht etwa, ich würde mir das hier entgehen lassen, oder? Ich dachte das ja, weil ihr seid nicht so vertrauenswürdig aus. Holdemeid. Wieder ein neuer Rekrut. Was ist? Unsere Zeit wird knapp. Was brüllt er mich eigentlich immer an? Bereitet euch vor. Diese Schlacht wird alles andere als ein Kinderspiel. Dann lasst uns gehen. Die Vorhut der Tuata wurde bereits gesichtet. Sobald sie den Hof erreichen, werden wir die Tore für einen Gegenangriff öffnen. Ihr und Telera müsst die Verwirrung nutzen, um euren Plan auszuführen. Auf die eine oder andere Weise wird das alles hier schon bald vorüber sein. Mhm. Oh,
Okay. Jetzt kann unsere Jagd auf Malvin wirklich beginnen. Ich nehme den einen Weg und ihr den anderen. Wenn Ovalglühns Truppen standhalten, wird das Malvin gemeinsam mit Balor an der äußeren Mauer aufhalten. Wir sollten allerdings zusehen, dass er nicht an uns vorbeikommt. Und nun müssen wir losschlagen. Wir können uns keine Fehler leisten. Jawohl, Chefin! So schnell! Die, Motherfucker! Ich bin halt mit. Alter! Junge, pass auf mit dem Ding! Bin ich überhaupt richtig? Voll geil, ich habe meine private Begleitgarde dabei. Hallo! Du bist gut, Junge. Hast du dir allein erledigt? Ich bin als einziger noch übrig. Genau, Jungs. Immer schön draufholzen. Das ist super. Nicht außen rum. Wow! Alter! Alter, das sagt mich. Oh, was machst du denn, du Scheißer? Dafür, dass sie das nicht nochmal versuchen. Du hast gerade übelst auf die Fresse gekriegt. Irgendjemand muss dafür sorgen, dass diese Leitern unten bleiben. Und ihr müsst handeln, bevor Weiglünds Truppen zurückgeschlagen werden. Macht euch auf den Weg. Endlich! Verstärkung! Wir haben versucht, die Tuatha zurückzuschlagen, aber sie haben die meisten von uns gefangen genommen. Sie drohen damit, sie hinzurichten, wenn wir nicht die Waffen strecken. Ihr könntet euch zu ihnen schleichen, unbemerkt wenn möglich, und die Überlebenden retten. Was ich alles machen muss hier nebenbei noch, Alter.
So, Jungs. So, Stufenelfstieg, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir machen mal. Chemie passt schon. So, Zellbau. Was brauchen wir hier? 50. Okay, wir müssen irgendwo einen Punkt setzen. Hier würde ich noch einsetzen. So, was haben wir hier? Halt für Gore umfasst 3 Treffer. Die Blitze gegen Gegner zu. Okay, mit Blitzen habe ich eigentlich nie so gearbeitet. Ich habe immer mehr mit diesen. Was ist das hier? Stab. Reduktionszepter. Arcana, Zorn verzögert Angriff. Elementar. Schaltet verzögerte Spielangriffe für den Stab frei. Machen wir erstmal so. Techniken. So, was haben wir jetzt noch hier für Techniken mit dem Stab? So, Arcana Zorn. Blocken und Blocken? Magiewirbel kennen wir ja schon. Okay, also Blocken und Blocken. Okay. Keine Ahnung, funktioniert nicht. Ich finde es nett, dass du hier mit Heiltränken zugeschissen wirst. Finde ich super. Jetzt haben wir richtig schöne Heiltränke. Das klingt sehr gut. So, ich hoffe, wir kommen gleich zum Endfight. Kalle muss mit.
Alter. Ach, das ist Malvin. So, Malvin, ich mach dir den Gar aus. Am Haus 2. Ah, 100% sehr schön. Yes, Baby. Jetzt oder nie. Wir müssen handeln, bevor sie ihn wieder kontrollieren. Tyrdon, führe meine Hand. Ja. Das ist Balor, Alter. Ja gut. Unsere Freundin, die wir nicht lange Freundin nennen konnten, ist heldenhaft gestorben, muss ich sagen. Wo liegt sie überhaupt? Und ich bin ja runtergefallen. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Sie schaut hier runter. Gut. Da lang. Ja, die hat in letzter Kraft noch da übelst aufgeräumt. Muss ich ja mal sagen.